Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute schauen wir uns mal eine Oberfläche an, die man an nicht so vielen Fahrzeugen findet. Und zwar ist das hier ein Carbon-Dach. Hier auf dem Auto haben wir eins zur Verfügung. Und wenn ich so ein Auto hier mal da habe, dann mache ich natürlich auch für euch ein Video. Wenn ihr das erste Video hier mit diesem Fahrzeug schon gesehen habt, wisst ihr, dass mit dem Auto nicht unbedingt sorgsam umgegangen wurde. Wir hatten auch hier Aufbereiterspuren drauf. Mega Hologrammspuren, schaut euch das Video gerne nochmal an. Und jetzt ist die Frage, wie ist denn der Vorbesitzer hier dieses Fahrzeuges mit dem Auto umgegangen? Und wenn ich mir das Dach anschaue, dann glaube ich, dass hier auch die ein oder andere Waschanlagenfahrt mit dabei war. Also schnell in die Waschanlage rein, ja, Auto sauber, augenscheinlich und alles ist super. Aber ja, am Ende hat man hier dann die Probleme. Und vor allen Dingen auf dem Dach haben wir richtig schöne Waschanlagenkratzer in alle Richtungen. Und in dem Video zeige ich euch mal, wie man hier auf so einem Carbondach trotzdem ja sicher und effektiv polieren kann, um wieder eine schöne, klare Oberfläche hinzubekommen. Weil es ist schon was Besonderes hier oben drauf und deswegen soll es auch schön aussehen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, und da seht ihr schon das Problem. Ich bin hier auf der Beifahrerseite im hinteren Bereich und da können wir schon so ein paar Kratzer entdecken. Das sind typische Waschanlagenkratzer in alle Richtungen. Vielleicht doch mal an der SB-Box gewesen, mit dem Besen gearbeitet. Ich weiß es nicht, wo die Kratzer herkommen, aber man sieht schon, hier muss auf jeden Fall mal poliert werden. Und dadurch, dass das so eine etwas speziellere Oberfläche ist, möchte ich da gern für euch noch ein Video draus machen, auch wenn nicht jeder von euch so ein spezielles Dach hat oder so eine spezielle Dachfläche. Also es hält sich meiner Meinung nach noch in Grenzen. Ich habe viel, viel Schlimmeres schon gesehen, vor allen Dingen auf normalen Lackflächen. Aber trotzdem will ich euch das nicht vorenthalten. Und deswegen geht es jetzt los hier mit der Vorbereitung. Und wenn wir mal ein Stück weiter hier vorgehen, sehen wir auch irgendwelche ja, Schmutzreste noch drauf. So kleine Insektenreste oder was auch immer. Und die müssen wir erstmal runterreinigen. Und da gebe ich euch jetzt im Schnelldurchlauf nochmal einen Überblick über alle wichtigen Reinigungsschritte. Los geht's. So, und wie immer natürlich erstmal eine richtig schöne Vorwäsche. Und dadurch, dass ich das Fahrzeug hier vor 2 Tagen circa gereinigt habe und jetzt hier noch ein bisschen Staub und sowas drauf habe, und da wir ja eh nochmal hier oben polieren, gehe ich jetzt hier vorsichtig mit dem Waschhandschuh einfach mal über die Oberfläche drüber, mache mir ein bisschen Shampoo-Wasser drauf, das gleitet auch super schön. Ich brauche auch keinen starken Druck und wasche jetzt sozusagen hier das gesamte Dach vor. Man merkt hier so einen leichten Staub und leichten Schmutzfilm, das ist ganz leicht rau, wenn man hier mit dem Handschuh drüber geht. Und dann merkt man aber bei jeder weiteren Spur, ja, jetzt wird es schon super glatt und schon haben wir den ganzen Schmutz hier gelöst und auch im Handschuh drin. So macht er das dann mit dem gesamten Dach. Als nächstes geht ihr hier mal mit der Hand drüber und schaut mal, ob so kleine Pickelchen drauf sind, so kleine Schmutzpunkte, die jetzt durch die normale Wäsche nicht weggegangen sind. Und diese sollten wir auf jeden Fall mit einer milden Knete runternehmen, weil wir wollen diesen Schmutz nicht im Polierpad drin haben. Deswegen einfach hier die Hand, das ist das einfachste Werkzeug, mit dem wir das prüfen können. Einfach mal hier das Auto ein bisschen streicheln, dass es auch immer ein bisschen Liebe bekommt. Und dann merke ich hier schon, ja, also eine milde Knete sollte auf jeden Fall ausreichen. Wir haben hin und wieder mal so einen kleinen Schmutzpunkt und da sollte das ausreichen. Da brauchen wir keine harte oder ja, starke Heavy Knete, das reicht hier aus. So, also komplettes Dach waschen, Vorwäsche, wenn natürlich stark verschmutzt, und dann im Anschluss kneten. Jetzt erstmal abspülen. So, und ich habe euch das ja schon im letzten Poliervideo gezeigt. Ihr müsst jetzt hier nicht das Fahrzeug nochmal trocknen. Wenn ihr wisst, ihr wollt so und so kneten, nutzt gleich die Restfeuchtigkeit, die hier drauf ist. Schnappt euch eure Reinigungsknete. Und auch beim letzten Mal hatten wir hier die milde von Petzolds. Und die nehme ich jetzt auch wieder, weil die für mich einfach die sanfteste Knete ist, die ich so hier im Inventar habe. Dann nehmt ihr euch noch euer Clayloop. Ihr könnt euch da selbst was zusammenstellen. Wie gesagt, testet vorher aus, ob eure Knete auch dieses ja, Shampoo oder Snowfoam Wassergemisch aushält. Und dann kann man das machen. Aber wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt sich immer den speziellen ja, Kleid-Detailer, wie in dem Fall hier von Petzolds, oder halt das spezielle Clayloop oder die spezielle Clayloop, die da vorgesehen ist. Und jetzt Knete wieder in ein schönes handliches Maß. Kneten, bisschen flach machen. Und dann können wir hier schon drüber gehen. Leider kann ich euch den Unterschied der Glätte nur mitteilen. Es ist immer schwierig, das hier darzustellen, vor allem auf so einer horizontalen Oberfläche. Auch nochmal hier ein paar Sprüher auf die Knete drauf. Und deswegen zeige ich diese Schritte immer ganz gern nochmal mit, weil die sehr wichtig sind. Und viele fragen dann auch immer per E-Mail, muss ich jetzt kneten, muss ich nicht kneten? Ich gebe euch immer die Empfehlung, macht es einfach mit. Und ich lege hier wirklich nur meine 3 Finger drauf oder 4 Finger und
ganz sanft, ohne großen Druck, einfach nur die Knete arbeiten lassen. Man hört so ein leicht reibendes Geräusch, das ist überhaupt kein Problem. Ihr seht auch hier, ohne Probleme funktioniert das. Und wenn ich jetzt mit meiner Hand hier drüber gehe, ist das spiegelglatt. Das ist einfach immer wieder cool. Hier habe ich angefangen, ja, hier wird es richtig rau. Und hier merkt man richtig, wie so kleine Schmutzpünktchen drauf sind. Dann hier Knete kontrollieren. Einfach mal ein bisschen mit dem Claylou absprühen, kontrollieren. Und wenn ihr seht, okay, na, hier ist doch ein bisschen Schmutz drauf gewesen, dann einmal falten, zusammendrücken. Und nicht wie wild immer zusammenkneten, sondern immer einmal nur falten und wieder flach drücken. Das ist so die sicherste Variante. Dann hier drüben auch nochmal, auch immer in dieselbe Richtung. Ich weiß nicht, ob ihr das hier über mein Mikro hören könnt. Ich drehe mal den Ton noch ein bisschen lauter, vielleicht könnt ihr da was hören. So, das sollte eigentlich zu hören sein. Jetzt drehe ich mal die Knete und jetzt hört er nochmal hin. Und da ist nichts mehr. Also das ist, denke ich mal, ein guter Unterschied, auch jetzt mal für euch hier zum Hören. Und die Knete hat auf jeden Fall auch ein bisschen Schmutz aufgenommen. Schauen wir uns gleich an. Erstmal strahlt ihr jetzt und ich den ganzen Rest hier runter. Das macht er auch. Jetzt strahlen wir aber erstmal hier den ganzen Shampoo-Film oder Clayloop-Film runter, damit wir das Fahrzeug im Anschluss trocknen können. Und dann können wir uns richtig ans Polieren ranwagen. Ich strahle das ab und dann schauen wir uns kurz die Knete an. So, und ihr habt dann mal diese Knete und da seht ihr schon, ja, ein bisschen Schmutz war auf jeden Fall drauf. Sehen wir auch schön am Rand dort. Und jetzt, nachdem ihr das sozusagen nochmal gereinigt habt, ihr seht, das geht auch nicht mehr raus, macht ihr die Knete hier nochmal ein bisschen flach, faltet die einmal zusammen und drückt die wieder komplett flach und habt wieder eine schöne, frische, weiße Seite. So funktioniert es. Ich mache das natürlich mit dem ganzen Dach jetzt noch fertig. Ihr wisst ja, wie es funktioniert und bei euch macht ihr das genauso. Und ich hoffe, ihr habt es im Mikro gehört, dass man diesen reibenden Effekt dann komplett wegbekommt. Und damit haben wir auch eine saubere Oberfläche. Jetzt trockne ich schnell und dann geht's ans Polieren, Leute. Los geht's. Als nächstes schaut euch mal die umliegenden Flächen an. Hier haben wir zum Beispiel so eine schwarze, dünne Leiste in Hochglanzschwarz. Und da müssen wir einfach aufpassen. Da will ich jetzt mit Politur einfach nicht rüberfahren. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt hier ist so ein ganz kleiner Spalt. Und da möchte ich auch nicht die Politur reindrücken. Das ist nämlich dann nervig, die wieder rauszubekommen. Und deswegen nehmen wir uns hier ein bisschen Klebeband, kleben uns das hier ab. Genau an der Kante lang. Drücken den Rest des Klebebandes einfach in den kleinen Spalt rein. Machen wir natürlich bis vor. Und so macht er das an der gesamten Dachfläche lang und schützt euch somit erstmal die Oberfläche. Nehmt euch da bitte wirklich gutes Klebeband, nicht hier so ein billiges Malerkrepp, was dann schon den Klebstoff ablöst und wo ihr dann auf dem schwarz glänzenden Bereich jede Menge Klebereste habt. Also ich habe hier das von HPX, ist halt aktuell mein Favorit zu dem Zeitpunkt. Wer weiß, was in Zukunft noch alles kommt an tollen Klebebändern, aber im Moment muss ich ganz klar sagen, ist das für mich das Beste. So, weil sich das einfach rückstandsfrei wieder lösen lässt, hinterlässt keine Klebespuren und hält auch sehr gut stand, wenn man doch mal mit der Poliermaschine draufkommt. Und ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt machen wir natürlich noch die Abtrennung für euch hier fürs Video. Normalerweise macht ihr jetzt hier keine Abtrennung, aber ich mache das einfach mal, weil ich ja den Unterschied euch besser zeigen möchte. Ihr macht dann keins, ihr poliert dann einmal hier komplett von vorn nach hinten. Und da viele von euch noch nie poliert haben oder vielleicht gerade am Anfang stehen, sich ein kleines Set zusammengebaut haben oder mit meiner Hilfe gemeinsam ein Set erstellt haben, möchte ich wirklich immer jeden Schritt mitnehmen. Und das ist vielleicht für die, die schon ganz lange polieren, ein bisschen langweiliger, aber ich möchte vor allen Dingen auch an die Einsteiger denken und sie hier in diese Welt mit reinnehmen, weil es ja einfach super viel Spaß macht. Das wissen vor allen Dingen die, die selber polieren. Es ist immer schön, ein schönes Ergebnis zu haben mit möglichst wenig Arbeit. Klar, polieren ist immer doch eine Menge Arbeit, aber wenn man sehr gut trainiert ist und einfach viel übt und viel macht, dann lernt man auch schnell dazu und kann seinen Arbeitsprozess immer schneller gestalten und auch sicherer und auch effektiver. Deswegen gehe ich wirklich jeden Schritt mit euch gemeinsam durch. Jetzt geht's los. Ganz wichtiger Punkt, den ich immer mitgebe, wenn ihr so eine Oberfläche habt, wie in dem Fall, und deswegen zeige ich das vor allen Dingen auch jetzt mit, auch für die Einsteiger, wenn ihr so eine Oberfläche habt und wisst nicht so richtig, Carbondach, uiuiui, relativ teures Auto,
Trotzdem schöne Kratzer drin, sehen nicht so tief aus. Was machen wir? Ganz klar, wir gehen hier nicht gleich mit Heavy Cut ran und mit einem Schleifpad oder was auch immer, sondern wir nehmen erstmal die weicheste und sanfteste Stufe, das heißt Finish Politur und Finish Pad, weil vielleicht bekommen wir da schon so viele Kratzer raus, dass wir persönlich schon zufrieden sind. Und ich schnappe mir mal hier von ADBL so ein rotes Finish Pad, mache das wieder auf meine Dino Kraft Paket drauf mit 15 mm Hub. Hier oben auf der Oberfläche können wir schön mit einem 125er Pad oder mit einem 125er Teller und den entsprechenden Pads arbeiten. Ihr seht auch hier, wir kommen super hin vom Platz. Wir brauchen keinen 75er und da geht es auf eine Dachfläche natürlich super einfach. So, jetzt brauchen wir noch eine Finish-Politur. Da gibt es jede Menge Sachen. Ich nehme einfach mal wieder eine ganz wilde Kombination, weil das mache ich ganz gern. Auch für euch immer zum Testen. Ich nehme mal von Kochchemie die M0201 Hochglanz Anti-Hologramm-Politur. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Wie immer, denkt dran, verteilt euch das schön hier auf dem Polierpad. Schon von Anfang an. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie ihr das sehr schön gleichmäßig macht, um dann einfach das Ganze mit dem Finger zu verteilen. Wenn ihr euch nur so zwei Punkte macht, beobachtet das mal und dann poliert ihr, dann habt ihr im Anschluss auf dem Pad auch nur zwei kleine Flächen, die poliert haben. Ein bisschen unlogisch. Deswegen schön verteilen, nahezu vollständige Verteilung. Was sollte man jetzt hier beachten bei so einem speziellen Dach oder bei so einer speziellen Oberfläche? Wichtig ist, nicht mit den härtesten Sachen sofort rangehen. Und der zweite Punkt ist, auf die Hitze aufpassen. Also nicht hier massiv das Pad qualmen lassen und die Oberfläche glühen lassen. Aber das gilt eigentlich auch für den normalen Lack. Also passt ein bisschen auf die Temperatur auf. Nehmt hin und wieder mal das Pad runter, schaut, wie ist so die Temperatur. Aber eigentlich reicht es hier mal, die Hand drüber zu halten. Und wenn das hier schon deutlich heiß ist, dann auf jeden Fall vorher mal stoppen. Im Prinzip muss man jetzt nicht hier mit den Samthandschuhen rangehen, aber fangt nicht an, hier das Pad glühen zu lassen. Das gilt aber auch für den Lack. So, auf Stufe 2 verteilen. Das geht ja bei der Dino am besten. Dann müsst ihr einfach mal ein bisschen austesten. So, und da ich hier das Klebeband richtig schön in diese Kanten geklebt habe, können wir auch da leicht drauf polieren, ohne dass wir uns da irgendwelche Politur in die kleinen Ritzen hier reinschieben oder die Oberfläche noch zusätzlich mitpolieren. So, und dann können wir eigentlich, weil wir ja relativ sanft arbeiten, erstmal auf eine ziemlich hohe Stufe gehen, damit wir erstmal auch mit der Variante noch möglichst viel Cut bekommen, aber nicht unnötig viel Cut. Deswegen größte Stufe und dann schauen wir uns das erstmal an hier, 3-4 Kreuzbahnen so in die Richtung.